Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal den One-Shot geholt, Karnel. Na, ich habe mir mal den One-Shot geholt, Kanake. Kanake. Nein, Carnage. Kanake. Kanake lässt sich komisch aussprechen. Also jedenfalls, ich habe mir mal den One-Shot geholt, Kanake, It's a Wonderful Life. Ich habe mir aber auch nur den aus einem Grund geholt, weil es den Marvel Exklusivband Nummer 46 nirgends mehr gab mit Maximum Carnage. Soll ein wirklich guter Band sein, habe ich gehört, aber ich kam leider nicht dran. Und mich hat am meisten ein paar One-Shot-Ausgaben interessiert. Besonders weil hier Kyle Hotz am Werk ist. Fangen wir mal an. Der hat einen echt eigenen Zeichenstil, finde ich. Und das finde ich echt cool. Okay, worum geht's hier? Carnage ist hier gerade in einem Hochsicherheitsgefängnis, was sozusagen auch noch elektrisch bewacht wird. Also, sprich, er kann ja auch nirgends durch die Rohre kommen oder so. Ja. Und dann kommen noch so zwei Therapeuten, meine ich, wären das. Ja, ich denke mal, das wären vielleicht so Therapeuten oder zwei wichtige Leute zu ihm. Und die spritzen dann jedenfalls Carnage irgendwelche Drogen ein. Aber das Blöde daran ist, sie haben es nicht nur Cassidy eingespritzt, sondern auch Carnage selber. Und die Wirkung der Drogen hängt sozusagen im Symbionten drinne und der Symbiont schiebt dann sozusagen ihren ekelhaften Schleim in ihr Gesicht und verdeckt so fast alles. Und schon high sind sie jetzt in der Welt von Carnage. In der kranken, aber feinen Spielwelt. Hier haben wir mehrere Spider-Mans, denen Carnage einfach nur gerne den Kopf abhackt. Da sieht man mal, wie krank Carnage ist. Er teilt sich hier sogar selber, um nochmal gegen sich selbst zu kämpfen. Und hier zeigt er gleich sozusagen, wie schlimm die Menschen auch sind und er kaum, oder sagen wir mal so, dass sie so ähnlich sind wie er. Der Kampfinstinkt, wie sie sich bekriegen. Einfach generell manchmal diese kranke Art der Menschen im Krieg. Er stellt das manchmal so dar und sagen wir mal so, jeder hat so einen kleinen Carnage in sich. Ja. Aber da beide auf Drogen sind, verwandelt sich gerade dieser Typ in Man-Wolf. Sozusagen das weiße Gegenstück zu Werewolf aus Marvel. Was an dem so besonders, frage ich mich eigentlich auch. Jedenfalls, er kämpft hier gerade gegen ihn. Ja, Carnage ist richtig krank irgendwie. Er hockt gerade in einem Carnage-Pool mit ein paar Frauen drin und die er dann abschlachtet. Kranker Bastard. Er hat hier sogar seine eigene TV-Show und es sind schon ein paar lustige Kommentare drin. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Maske, wie er sich verhält, dieses Aufgehippelte. Er provoziert ein bisschen den Werwolf und so und verleitet ihn dazu, sozusagen ein paar Leute zu essen. Oder hat es verliehen. Dann kam noch seine Frau, oder sagen wir mal die andere, die auf Drogen war, hat sich dann in einen ekelhaft großen Käfer verwandelt. Und beide passen sozusagen aufeinander auf, aber dann auf einmal haut der sozusagen auf einmal durch die Wand ab und Carnage gefällt das gar nicht und schlachtet vor Wut ein paar Leute ab. Aber hier wird Cassidy nochmal genauer durchforscht oder untersucht, wie er als Kind war. Er bekam gerade eine Abfuhr und musste gerade zusehen, wie eine Frau vor seinen Augen getötet wurde oder mit einem Hammer das Gesicht weggefetzt wurde, das halbe. Oh ja, es ist. Sch oh ja. Sagen wir mal so, hinter den meisten Figuren von Marvel muss schon ein wenig Tragik mit sich stecken. Aber ganz ehrlich, würde Cassidy ein Kind umbringen? Man weiß es nicht. Er ist schon ein kranker, verstörter Psychopathen, das beste Gegenstück zu Joker im Marvel-Universum. Ich meine nur, Carnage ist wohl mit Abstand einer der wohl besten Feinde, die es gibt. Er ist bei weitem aggressiver und böser als Venom. Seine Zähne sind viel größer. Ich glaube, Carnage ist nicht wirklich stärker, aber er ist aggressiver jedenfalls. Und grausamer.
Jedenfalls. Jetzt kommen wir zu den Zeichnungen von Kyle Hotz. Kyle Hotz, verdammt, er hat seine eigene geniale Art zu zeichnen. Der ist wie Kelly Jones, nur in gut. Die Zeichnungen, die wirken einfach so krank, krass und verstörend. Die Zeichnungen wirken halt gruselig genug, um mit Spawn halt mithalten zu können, finde ich. Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, Kyle Hotz wäre eigentlich auch ein guter Spawn-Zeichner. Hulk hat er auch gut gezeichnet. Vor allem, mir gefiel am besten die Art, wie er solche Viecher zeichnet. Alter, wenn Kyle Hotz mal den Violator zeichnen würde, das wäre mal was. Wie gesagt, ist mal ein richtig netter One-Shot und in den 90ern war ein bisschen so diese Symbionten schon richtig in gewesen und es gab da schon sehr viele One-Shots sozusagen. Wie gesagt, er hat eine coole, aber auch gruselige Art zu zeichnen. Wer hat's geschrieben? Warte, ich guck mal. Ist von der David Quinn, sagt mir mal gar nichts, aber ist bestimmt auch so ein guter, unbekannter Autor. Ja, also jedenfalls, Zeichnungen sind top. Sehr frischige Geschichte. Ja, also jedenfalls, 90s Oldschool gefällt mir mal wieder. Ja, okay, Leute, das war's dann.